Hallo zusammen, ich bin Brenno hier. Brenno hier der Zwerg, Brenno hier der Let's Player und YouTube-Künstler, wenn man es so nennen will. Aber heute bin ich einfach nur Brenno hier, der Mensch und User. Und ich wollte euch einfach mal meine Meinung zu dem neuen Kommentarsystem, was es hier auf YouTube jetzt gibt, mitteilen. Ja, wir haben das neue Kommentarsystem jetzt fast eine Woche lang und seitdem ist im Netz wahrlich die Hölle losgebrochen. Weil es einfach so viele gibt, die wütend und sauer drüber sind, was Google da jetzt gemacht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht wirklich zufrieden damit, wie es jetzt ist. Naja, es muss gesagt sein, ich muss zugeben, es gibt gute Neuerungen. Also die Blacklist, damit man bestimmte Wörter rausfiltern kann, die nicht mehr dass Kommentare eben bestimmte Wörter nicht mehr erscheinen. Die Möglichkeit, die Kommentare zu sortieren nach neuesten oder beliebtesten. Und auch, dass es übersichtlicher ist, weil man eben nicht mehr dieses Hin und Her hat, wer hat auf wessen Kommentar geantwortet. Das hat man dann alles schön aufgelistet. Aber es sind auch viele schlechte Dinge hinzugekommen. Also das, was nervigsten ist, ist jetzt dieser Google Plus Zwang. Also ich muss ehrlich sagen, das ist in meinen Augen nur ein schlechter Versuch von Google, sein soziales Netzwerk zu füllen, aber damit überschwemmen sie sich im Endeffekt nur selber mit toten Google Plus Accounts, weil jeder sich damit wahrscheinlich verbinden wird, um Kommentare zu schreiben, aber im Google Plus Account selber nichts machen wird. Die schlimmeren Sachen sind allerdings, eigentlich sollten ja das neue Kommentarsystem dazu sein, dass Trolle nicht mehr so viel tun können, aber in Wirklichkeit haben sie jetzt noch mehr Freiheiten. Zum einen können sie jetzt mit ASCII-Zeichen, die jetzt ja erlaubt sind, komische Bilder spammen. Und davon gibt es ja schon mittlerweile unter ziemlich vielen Videos ganz tolle zu sehen, beziehungsweise fragwürdige eigentlich. Und jetzt, da man sich ja auf Google Plus anmelden kann, um YouTube-Kommentare zu schreiben, haben sich ja so viele Trolle unter ganz tollen Usernamen angemeldet, beziehungsweise unter ganz beschissenen Usernamen. Ich versuche das Ganze hier ein bisschen weich zu spülen, dass es nicht so hart klingt. Auf jeden Fall, die Usernamen, unter denen sich jetzt Trolle anmelden können, sind unter aller Sau. Das ist leider so jetzt. Und selbst wenn man einmal blockiert, kommt gleich ein neuer mit demselben Namen. Dann haben sie ja das Link-Posting eingeführt, also dass man jetzt Links posten kann, die jetzt aber hauptsächlich zu 90% zu Viren oder anderen Schadzeug führen, was auch nicht so toll ist. Und durch das Entfernen der Zeichenbegrenzung, naja, dazu sage ich jetzt nur nichts, außer dass ich mal gesehen habe, dass einer 2 Meter lang eine weiße Seite als Kommentar hinterlassen hat, was nicht gerade sehr toll war beim Scrollen. Eigentlich hilft es nur, dass die Trolle viel besser spammen können. Aber gut. Ich denke einfach, dass wenn man diesen Schaden behebt, die ganzen Fehler, die ich jetzt aufgezählt habe, und den Google Plus Zwang wieder abschafft, dass es dann auch wieder ruhiger wird in der YouTube Community. Also, dass gerade die ganzen Hater sich wieder zurückziehen. Vor allem, weil ja viele gerade schreien, das neue Kommentarsystem ist Mist, wir wollen das alte wieder haben. Das geschieht eigentlich nur daraus, weil sie jetzt stinksauer sind. Und weil sie so stinksauer sind, gerade viele wegen dem Google Plus Zwang. Die können das nicht richtig ausdrücken, deswegen sagen sie einfach klipp und klar, ihnen war das Alte lieber als das Neue. Sie sagen nicht, was sie stört, sie sagen nur, das Alte war besser. Dass das Alte besser ist, denke ich jetzt nicht. Das war fast genauso schlimm. Okay, die neuen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, die machen es schlechter. Aber im Alten gab es auch schon Trolle und Spam. Wobei man das damals noch als Spam melden konnte. Ja, es ist auch irgendwie traurig geworden, wie jetzt das Ganze, was Google da geschafft hat, die unsere YouTube-Community in
in vier Riesenteile aufzuteilen. Also erstmal, wie ich bereits angesprochen habe, die Hater, die durchwegs sauer und wütend sind und mit schlimmen Kommentaren durch jedes YouTube-Video marodieren und auch mal aufzeigen, wie die Spammer jetzt vorgehen können. Das ist nicht mehr schön, sage ich euch. Ich finde es nicht schön und ich finde, das sollte man wieder richten. Die nächsten sind die Schönredner, also die, die irgendwie zu versuchen, was zu rechtfertigen, was Google da gemacht hat. Die das irgendwie auch toll finden, die meinen, ja, Google hat das Recht dazu. Immerhin zahlen wir nichts für YouTube. Aber gut, lassen wir das. Die dritte Gruppe, das sind die ist mir egal Menschen, also die, die das einfach hinnehmen, ja, Google Plus, da verbinde ich es halt, aber benutze Google Plus nicht. Das sind dann halt die ganzen toten Accounts, vor denen ich vorhin schon gesprochen habe. Die werden sich dann halt auf Google Plus häufen. Aber das Problem muss dann Google bereinigen. Nachher kommt vielleicht, sie müssen in ihren Account ihren Namen eintragen und mindestens alle 14 Tage aktiv sein, sonst wird alles gelöscht. Das könnte noch die Höhe werden, aber das ist nur Spekulation jetzt von mir. Und die letzte Sorte, zu denen gehöre ich übrigens auch, das sind die, die es einfach ignorieren im Augenblick. Die einfach sagen, ich stelle jetzt nicht um, ich warte ab. Ich warte ab, wie es mit dem Comet-System weitergeht. Und wenn es sein muss, so wie ich, warte entweder darauf, dass es sich bessert, oder ich muss irgendwann so in ein, zwei Wochen wahrscheinlich auch einknicken und mich auch mit Google Plus verbinden, obwohl ich Google Plus nicht nutze. Ist also für mich nur Verschwendung ist. Ich werde dann auch einen toten Google Plus Account haben. Aber damit muss ich halt leben. Die andere Möglichkeit wäre halt, ich würde meine Kommentare auf Twitter umsiedeln, dass meine Community dort halt die Kommentare hinterlässt. Ist für mich halt ein bisschen mehr Arbeit, aber das wäre für mich eigentlich auch schon die bessere Alternative als bei YouTube nachher von den ganzen Trollen zugespammt zu werden, wenn die mal meinen Kanal entdecken. Darauf habe ich nämlich sowas von gar keine Lust. Ja. Das hat man schon wirklich gemerkt, dass ziemlich viele das ignorieren und nicht umstellen. Ich gucke ja selber Let's Plays und ich habe gemerkt, selbst die, die eine einigermaßen vertretbare Community haben, die pro Video so, sagen wir, 20, 25 Comments haben, bei denen ist es auf ein Drittel gesunken. Da sehe ich nur zwei, drei Comments unter den neuen Videos seit der Umstellung. Das ist halt traurig, aber es ist so. Weil viele einfach nicht umstellen wollen, entweder weil sie Hater sind oder weil sie es ignorieren, so wie ich. Ja. Aber trotzdem sage ich, ich mache mit meinen Let's Plays weiter. Ich lasse mir den Spaß nicht dran nehmen. Nicht von Google, nicht von den Spammern oder Trollen. Aber ich hoffe einfach nur, dass Google zur Einsicht kommt und irgendwas ändert, bevor wir den Super-GAU haben und alles den Bach runtergeht. So, in diesem Sinne, ich bin Breno hier. Ich danke euch, dass ihr meiner Meinung zugehört habt und wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und bei meinen Let's Plays.